nur noch einen Tag bis Season 3 Start. Ich bin schon richtig aufgeregt. Und wie immer möchte ich vorm Season Start meine Meinung abgeben, was ich jetzt für Builds vorne sehe. Und diesmal läuft es ein bisschen anders, denn ich werde für jede Klasse ein Ranking aufstellen. Das liegt an dem neuen Leaderboard-Event. Und am Ende des Videos werde ich dann trotzdem auch nochmal die Klassen untereinander vergleichen. Das hat die Gründe, dass in dem Leaderboard-Event verschiedene Leaderboards existieren. Und zwar einmal ein Klassen-Leaderboard, wo man nur solo teilnehmen kann. Und dann gibt es aber noch ein Gruppen-Leaderboard, wo die Klassen egal sind. Da geht es nur um die Gruppengrößen. Und deswegen habe ich jetzt hier heute zwei Rankings. Das ist also egal, ob der Barb besser ist als der Necro, denn im Necro-Leaderboard kommt es natürlich dann auf die Necro-Builds an. Und bevor es losgeht, möchte ich natürlich einmal ganz kurz noch Werbung machen. Und das ist mir ein bisschen unangenehm, aber für die hippen Leute unter euch, ich habe einen TikTok-Kanal, der heißt vitablo.de. Da gibt es ab und zu dann mal richtig gute, komprimierte Schnipsel mit wertvollen Infos. Wer von euch so hip ist und diese App nutzt, ich weiß, es sind nicht viele, aber ihr könnt gerne ein Follow da lassen. Okay, jetzt geht's los. Zum Leaderboard möchte ich nämlich noch eine Sache sagen. Und das ist wichtig, um festzustellen, welche Builds jetzt wirklich gut sind. Es geht natürlich darum, wie das überhaupt funktioniert. Ich habe jetzt hier einen Slow-Motion-Clip. Es geht um diese Score rechts. Und da habt ihr es gerade schon gesehen. Diese Monster, die man tötet, die droppen diese Zutat, die man aufsammeln muss für die Score. Beweise der Macht. Und das sind solche grünen Seelen. Und die fliegen dann zum Charakter. Man muss also nicht genau da drüber laufen. Man muss in der Nähe sein und dann fliegen die zu einem. Das ist für den ein oder anderen Bild wichtig, ob es jetzt quasi darum geht, Monster alle auf einen Haufen zu ziehen, damit man die Ressource schneller bekommt, oder ob die auch ein bisschen weiter voneinander wegstehen können und man die dann trotzdem recht flott einsammeln kann. Deswegen wollte ich das mal genau analysieren, diesen Clip. Und es ist so, da haben wir es gerade wieder gesehen, die Seelen fliegen zu einem. Vielleicht muss man nicht mal in der Nähe stehen, vielleicht fliegen die generell zu einem nach einer gewissen Zeit, die abgelaufen ist. Also hier war es gerade so, dass die immer dann auf einmal zeitgleich zu einem fliegen und auch wenn die relativ weit weg sind. Also könnte sein, dass die nach 2 Sekunden generell zum Charakter fliegen und man die gar nicht einsammeln muss. Das wäre natürlich noch geiler. Und es geht also darum, viel Schaden zu machen in mit sehr viel Bewegungsgeschwindigkeit. Ja? Das ist einfach die Kunst. Natürlich muss man überleben, ist klar. Und man darf natürlich, wie bei jedem Bild, keine Ressourcenknappheiten haben. Und man muss sich heilen können und diesen ganzen Kram. Das ist klar. Aber hier geht es jetzt auch um Bewegungstempo. Und es sind Monster, die nicht so hoch sind wie bei einem 100er Dungeon oder wie bei Sears Schlachthaus. Es geht also nicht darum, jetzt nur noch die Builds da reinzupacken, die den mit Abstand höchsten Schaden machen. Es reicht auch mittelhoher Schaden, damit hier bei dem Leaderboard-Event alles sofort umfällt. Das ist auch ganz wichtig für diese Tierlist. So, und wir fangen jetzt an. Und zwar für jede Klasse die Top 3 und der erste ist die Jägerin. Und da habe ich auf Platz 3 nach wie vor ein Schraubkling-Bild, aber nur noch auf Platz 3. Und zwar ohne Gift, also ich denke, es wird ein Schraubkling-Bild, der auch mit Kombo-Punkten spielt, also nicht unbedingt das, was jetzt gerade im Hintergrund zu sehen ist. Ich glaube, Kombo-Punkte oder die andere Spezialisierung, wo die Ulti-Cooldowns reduziert werden und dann mit Todesfalle oder Schattenklon kombiniert. Auf jeden Fall sehe ich Schraubkling immer noch drin. Ich habe mir überlegt, ob jetzt vielleicht der Klingsturm eher vorne ist, aber ich denke, Schraubkling ist immer noch besser als Klingsturm und daher noch auf Platz 3. Also irgendeine Variation mit Schraubkling, denke ich, wird es noch schaffen. Dann geht es weiter mit Pfeilhagel. Die habe ich tatsächlich auf Platz 2 gepackt, weil die der Pfeilhagel vorher schon geil war, vor allem in so 70er, 80er Dungeons, bei den 100ern fand ich es nicht so geil, aber in den mittelhohen war er gut und der wurde jetzt ja noch gebufft, das heißt die Animation vom Pfeilhagel ist jetzt schneller, das war das, was mich am meisten gestört hat und die Pfeile landen auch näher am Charakter, die erste Welle und für das neue Leaderboard ist das natürlich ganz geil. Bei dem Event, du schießt den Pfeilhagel und rennst schon weiter und die Monster sterben dann alle, während sie auf dich drauflaufen, weil dann, wie bei mir hier, die Pfeile runterprasseln. Und ich glaube, dass das ganz geil sein kann, kombiniert mit Schnellfeuer, dann hat man sowohl was gegen Bosse und dann mit Pfeilhagel gegen große Monstermengen, stelle ich mir ganz gut geeignet vor. Und Platz 1 für Jägerin ist der durchschlagende Schuss mit Schnellfeuer in Kombination Bild. Auch hier Schatteninfusion kann man vermutlich ein bisschen variabel sein, je nachdem wie viele Monster in dem Dungeon dann vorkommen. Jede Woche ist ja ein anderer Dungeon, manchmal sind vielleicht mehr Bosse,
manchmal mehr Monster. Dann kann man zwischen Kälte- und Schatteninfusion vielleicht ein bisschen hin und her wechseln. Aber ich denke, in der Regel ist Schatteninfusion besser. Und natürlich auch hier wieder mit Kombo-Punkten. Kombo-Punkte sind da einfach zu gut. Auch wenn dieser Bug gefixt wurde mit T-Bowls Wille, das ist für dieses Gameplay im Leaderboard gar nicht so wichtig, weil wir gar nicht mehr diese ganz, ganz hohen Schadenswerte erreichen müssen. Und der Schaden reicht dann allemal von diesem Bild. Jetzt geht's weiter mit dem Druiden und dort auf Platz 3 habe ich den zerfetzten Bild, aber nur, weil ich den selbst noch nicht gespielt habe. Und ich habe mich in den Patchnotes ein bisschen geirrt, denn ich hatte ja da erst oben so diese Nerfs und Buffs gelesen und da dachte ich, dass Zerfetzen gut wegkommt. Ganz unten stand dann aber bei den Bugfixes, bei Zerfetzen ein Bugfix für einen Blurred Beast Aspekt und ich wusste nicht in dem Moment, wie wichtig das eigentlich ist. Und so wie ich verstanden habe, war das ein harter Nerf für den Zerfetzen-Bild. Aber hier muss man auch wieder sagen, das ist vermutlich wieder nur ein Nerf für diesen ganz krassen Schaden für Sears Schlachthaus. Das Gute bei Zerfetzen ist eben die Mobilität, die wir hier gerade im Hintergrund sehen. Zerfetzen, damit kannst du immer und immer wieder auf Gegner draufspringen. Und ich glaube, dass der Schaden immer noch hoch genug sein wird, damit man bei dem Leaderboard-Event alles umklatschen kann. Je nachdem, wie hoch er sein wird, könnte das sogar dann am Ende der Platz 1-Bild werden. Da das für mich jetzt aber unsicher ist, habe ich den erstmal auf Platz 3 gepackt. Auf Platz 2 habe ich dann den Werwolf-Tornado-Bild gepackt. Und der hat natürlich auch den Vorteil, dass er extrem schnell ist. Deswegen, die Top 3 kann ich schon mal sagen, sind alles Werwolf-Builds. Pulverisieren ist nicht drin, zu langsam. Der Bär ist einfach nicht mobil. Und das ist nun mal ein wichtiger Faktor. Und ihr seht hier, dieser Tornado-Werwolf, der hat dauerhaft 200 Bewegungstempo. Die Tornados fliegen einem hinterher, säubern alles. Hier ist dann natürlich wichtig, ob die Ressource für das Leaderboard nachträglich dann noch zu einem fliegt, auch wenn man nicht in der Nähe ist. Dann kann man immer schon weiter rennen und die Tornados, die killen in der Regel dann noch alles so. Wenn man dann zurücklaufen muss, um das alles einzusammeln, ist natürlich ein bisschen doof, aber das ist auch kein Problem, weil der eben 200% Movespeed hat. Zerfetzen hat aber auch 200% und kann auch auf Gegner draufspringen. Also mobil, da wäre Zerfetzen sogar noch besser. Ich kann halt nur nicht einschätzen, wie viel Schaden das macht, wie gerade erwähnt. Und deswegen erstmal Tornado auf Platz 2 und auf Platz 1 Gewittersturm. Das ist der Bild, den ich in Season 2 absolut gefeiert habe. Man muss erstmal die Gewittersturmgröße aufladen, aber sobald man die maximale Anzahl der Blitze erreicht hat, und das sieht man dann auch unten rechts, dieser Balken über dem Gewittersturm, das ist die Zeit, die man hat, um den einmal zu benutzen, damit die Blitze bei der hohen Anzahl bleiben. Und das ist so krass, weil du einfach auch dann Monster teilweise außerhalb deines Bildschirms killen kannst, weil das so eine krasse Reichweite hat. Und der wird jetzt gebufft, ja, das neue Unique für die Handschuhe. Und gab es da noch was? Ne, ich glaube, das war einfach das Unique, aber das alleine reicht schon, um diesen Bild halt noch so richtig krass zu pushen, weil der vorher, wie gesagt, auch schon mega geil war, gerade in diesen Regionen, wo die Monster so Level 120 bis 130 waren. Da konnte der richtig auftrumpfen. Gegen die 150er, da war das Problem, dass der zu wenig Bossschaden hatte. Gegen 130 war das aber kein Problem. Und durch die neuen Handschuhe macht der deutlich mehr Schaden, gerade gegen Bosse, weil kritische Treffer neue Blitze verursachen. Und deswegen wird der Bild wirklich abgehen. Auf Platz 1 also Gewittersturm. Und es geht weiter mit der Zauberin. Und auch hier haben wir einen Platz 3, der relativ ungewiss ist. Denn Kugelblitz ist es geworden. Und ich kann den Nerf noch nicht abschätzen. Das kann gerade niemand, weil Blizzard relativ schwammig war in den Patchnotes. Das Ding bei Kugelblitz ist folgendes. Wir sehen jetzt hier gerade einen Tier 100 Dungeon. Und auch hier sterben die Monster eigentlich sofort, wenn sie von Kugelblitz berührt werden, wenn ich zumindest gerade ein paar Kugelblitze am Start habe. Also die meisten Monster fallen wirklich, wenn sie nur einen Hauch eines Kugelblitz abbekommen. Wenn jetzt der Schaden 60% sinkt, ist das gar kein Problem, weil wir jetzt keine 100er Dungeons farmen, sondern 120 bis 130er Monster höchstwahrscheinlich. Und selbst wenn der Damage also um 60% oder so sinkt, wird immer noch alles sofort sterben. Wenn der gezähntelt wird, der Schaden, dann wird es irgendwann knapp. Aber ich glaube, das ist jetzt nur eine Schätzung, aber ich glaube, der Schaden wird ausreichen, um immer noch in dem Leaderboard-Event richtig zu rasieren. Je nachdem, wie wenig Schaden es wird, könnte es sogar sein, dass das doch noch der Platz 1-Bild bleibt. Aber weil das so ungewiss ist, habe ich ihn jetzt auf Platz 3 gepackt.
Ich werde mir den auf jeden Fall genau anschauen. Platz 2 habe ich... Moment, das war hier gerade die falsche Reihenfolge. Platz 2 habe ich Feuerball. Feuerball hatte ich ja schon letzte Season gemeint. Falls Kugelblitz genervt wird, wäre das mein Platz 1 Bild, habe ich da gesagt. Jetzt haben wir natürlich noch einen anderen. Den könnt ihr euch schon denken. Aber Feuerball hatte den Vorteil, du bist natürlich so mobil wie mit allen anderen Zauberin-Builds auch. Und Feuerball kann sowohl Bosse schnell killen. Man sieht hier einen Uber-Lilith-Kill im Hintergrund. Aber die Stärke sind natürlich Monstergruppen. Aber eine richtige Schwachstelle hat der nicht. Und deswegen sehe ich den weit vorne. Der macht richtig Bock und ist ein perfekter Build einfach für so ein Leaderboard-Event. Und jetzt kommt Platz 1 und da habe ich natürlich erstmal den neuen Build reingeknallt. Meteor. Ich mache mal kurz die Kamera aus, dann seht ihr auch das Unique. Meteor finde ich einfach richtig geil und mein Bedenken war ja eher die Landezeit. Wie lange dauert es, bis die runterkommen, die Meteore? Aber ich habe mir nochmal das Video von dem Devstream angeschaut und ganz ehrlich, guck mal, das geht wirklich extrem schnell. Also das ist genauso schnell wie ein Feuerball, der da zweimal aufsetzt. Die Meteore kommen also wirklich super schnell runter und das heißt, man kann mit dem Bild extrem geil das Leaderboard-Event farmen. Man kann ja auch die Meteore dann einen Tick vor die Gegner setzen, dann kommen die angelaufen und dann landen die in dem Moment, wo die Gegner drunter sind. Also das wird einfach geil, das Teil. Ob das jetzt wirklich Platz 1 wird oder ob es dann doch Feuerball ist oder doch Kugelblitz, das ist natürlich schwierig abzuschätzen. Das ist natürlich ein bisschen rumraten auch, ja, das ist klar, das ist jetzt nur ein grobes Schätzen. Die genaue Verteilung, was da Platz 1 wird am Ende, das weiß ich nicht. Aber ich hätte es jetzt erstmal so eingeordnet. Jetzt sind wir beim Necro. Das ist natürlich eine lahme Schnecke, aber der muss sich ja dann auch nur mit anderen Necros messen. Und auf Platz 3 hätte ich jetzt den klassischen Knochensperr-Necro eingeordnet. Einfach weil die ganzen Blutbuilds, die sehe ich jetzt nicht wirklich bei dem Leaderboard-Event so krass weit vorn. Also ich habe gar keine Blutbuilds jetzt hier in meiner Liste. Und Knochensperr macht immer noch ordentlichen Schaden. Wenn man jetzt den neuen Uber-Unique-Ring bekommt, Ring der sternlosen Himmel, dann ist der wieder richtig geil, dieser Build. Und der Ring ist übrigens für extrem viele Builds richtig geil. Ich werde diese Season auch meine Guides mit Uber-Uniques erweitern, also als optionale Erweiterung, wo kann man welche Ubers tragen. Da habe ich schon angefangen. Und dieser Ring ist wirklich geil, ja, auch für Knochensperr. Und bei Knochensperr war eben das Problem, dass der Schaden jetzt nicht mehr ganz so hoch ist, dass der auch irgendwie ein bisschen Ressourcenprobleme hat. Aber es sind keine 100er Dungeons, muss ich immer wieder wiederholen. In diesen Dungeons, die wir da farmen werden, wird der Knochensperr-Necro richtig geil sein. Deswegen auf Platz 3. Auf Platz 2 habe ich diesen Infinimist-Necro. Da habe ich selbst kein Gameplay, da habe ich jetzt mal das von Makro-Bio-Boy im Hintergrund genommen. Der hat da nämlich ein paar geile Guides auch zu. Und das ist ja ein Bild, wo du Kadaverexplosionen benutzt mit der Schattenvariante und selbst dann auch oft im Blutnebel bist und dann die ganze Combo ausgelöst wird und alles explodiert. Das ist aber jetzt tatsächlich so, dass der genervt wurde, dieser Bild. Das habe ich in den Patchnotes auch nicht ganz erkannt sofort, weil ich den ja noch nie gespielt habe. Und die Glückstrefferchance von Kadaverexplosionen ist nämlich reduziert worden, drastisch. Und der Bild ist schon sehr glückstrefferabhängig, weil das die Cooldowns reduziert mit Altern und ganz viele Mechaniken gibt es da, die auf Glückstreffer basieren, Betäubung und auch der Schattenschaden der Kadaverexplosion wurde auch reduziert, nur der normale Schaden wurde gepusht und deswegen wurde der Bild ein bisschen genervt. Ich sehe den aber trotzdem noch relativ weit vorn, weil der einfach bei dem Schlachthaus von Sir auch so gut performt hat und ich glaube also, dass der vom Schaden her da ganz gut mitspielen kann. Natürlich hat er dort so gut performt, auch weil der immer unsterblich war. Das ist ja dort ganz wichtig gewesen und das ist aber nicht mehr so wichtig im Leaderboard, also da braucht man nicht mehr ständig unsterblich sein, um mithalten zu können. Deswegen sind dann auch andere Builds wieder deutlich interessanter. Ich glaube trotzdem, dass der weit oben ist und Platz 1 ist für mich der Knochengeist-Necro mit Knochensperr zusammen. Also du musst beides benutzen aus meiner Sicht, denn Knochengeist hat ganz, ganz viele Buffs bekommen und ich kann jetzt leider kein Gameplay dazu zeigen, weil das erst im Patch alles kommen wird, der morgen dann rauskommt. Zum Beispiel, dass Knochengeist 18 kleine Knochensplitter in alle Richtungen schießt und das ganz viel Essenz gibt. Knochengeist macht mehr Schaden. Knochengeist gibt generell mehr Essenz zurück. Also da sind so viele Buffs, das wird geil. Aber Knochengeist hat das Problem, dass es gegen Bosse nicht ganz so gut sein wird, denke ich. Sondern da braucht man immer viele Gegner und deswegen Knochensperr mit dazunehmen. Denn beides sind Knochenskills. Beide werden vom Paragon-Brett,
von allen Schadensboni profitieren, weil es beides physischer Knochenschaden ist. Und das heißt, du kannst einfach beide nutzen. Und das wird, glaube ich, ein richtig heftiger Bild. Natürlich auch hier, ja, man braucht so viel Bewegungstempo wie geht, aber das ist ja bei jedem Bild der Fall. Wichtig ist halt, dass du mit einem Knochengeist vermutlich den ganzen Bildschirm töten wirst. Also alle Monster, die dann da in der Nähe sind zumindest, hat ja jetzt nicht so einen Riesenflächenschaden. Aber du lockst die Monster ein bisschen zusammen, machst einen Knochengeist, bumm, alles weg. So stelle ich mir das vor. Und ich glaube, dass der am Ende auf Platz 1 landen wird. Ansonsten vielleicht dann doch eher Platz 2 und dann kommt der Blutnebel-Nekro auf Platz 1. Es wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Es geht weiter mit dem Barb. Und dort habe ich jetzt ja auch vor ein paar Tagen endlich mal den Wirbelwind-Barb nochmal gebaut, sodass er auch auf die Seite kommen kann. Und der ging richtig ab. Wir haben ja ein paar Nerfs bei Hota, aber bei Wirbelwind nicht so wirklich. Das heißt, also der Hota-Barb wird nicht mehr so viel krasser als der Wirbelwind-Barb. Das ist also sehr gut für den Wirbelwind-Barb. Und ich habe ihn aber trotzdem nur auf Platz 3 gepackt, weil einfach der Schaden höchstwahrscheinlich nicht ausreichen wird, um jetzt so einen Boss oder so zu one-shotten. Der wird vermutlich immer noch ein kleines bisschen Zeit verbrauchen, um zu wirbeln. Und dann zieht er weiter. Aber ich denke, insgesamt wird der richtig geil. Man kann auch mit dem Bild, den ich auf der Seite dann habe, durchgängig wirbeln. Also man muss gar nicht aufhören. Außer es sind gar keine Gegner mehr da. Irgendwann muss man aufhören. Aber wenn ein paar Gegner immer da sind, dann kann der einfach durchwirbeln durch den ganzen Dungeon. Und alles fällt um. Deswegen würde ich sagen Platz 3. Nach wie vor Hota ganz weit oben auf Platz 2 bei mir. Weil der Schaden von Hota so hoch war, dass selbst die Nerfs den jetzt nicht wirklich kaputt machen, vor allem weil ja die neuen Monster auch wieder weniger Leben haben. Das ist das, was ich fast jetzt bei jeder Klasse gesagt habe schon. Aber was hat das für einen Einfluss, wenn der Schaden sinkt, wenn natürlich auch die Gegner-HP sinken? Dann spielt es sich am Ende genau wie vorher. Man hat eine Überwältigungsquelle weniger, das nervt. Aber am Ende müsste das trotzdem ausreichen, dass der immer noch komplett abgeht. Also Hota auf Platz 2. Da werden dann keine 100 Millionen, sondern am Ende 40 oder 20 Millionen stehen. Aber am Ende reichen sogar 10 Millionen, um die Bosse dort zu one-shotten. Deswegen wird das geil. Und Platz 1 ist ein Bild, da habe ich mich jetzt doch nochmal mit beschäftigt, weil Jesse gesagt hat, dass da Rob auch rumgetestet hat. Ich selbst hatte das nämlich nicht auf dem Schirm, wie gut Ansturm eigentlich jetzt schon war. Und da habe ich mal bei Rob reingeschaut. Der hat auch jetzt schon mit Ansturm, bevor der Patch überhaupt live ist, Schadenswerte erzielt im Milliardenbereich. Natürlich mit der AOZ-Glyphe und so weiter und so fort. Also ihr könnt das natürlich nochmal durch 10 teilen für einen normalen Bild, so in der Art. Der hat alle Uber-Uniques und so weiter. Aber dass man trotzdem jetzt schon überhaupt solche Zahlen erreichen kann, das zeigt, wie krass das Ding im nächsten Patch wird, wo der Schaden einfach verzehnfacht wird. Der Basisschaden. Das mit den Aspekten zusammen sieht dann am Ende so aus, dass du einmal einfach durchcharged bis zum anderen, bis zur anderen Ecke des Bildschirms und einfach alles stirbt auf dem Weg. Und dazu kommt, dass du kaum noch Abklingzeit hast durch die neuen Änderungen der Marschall-Glyphe, die jetzt die Cooldowns von allen Nicht-Rufen reduziert. Das heißt, du nimmst trotzdem 3 Rufe rein und immer wieder, wenn du einen Ruf benutzt, sinkt der Charge-Cooldown, also Ansturm. Und du kannst dann immer wieder chargen, chargen, chargen und alles ist tot. Alle Bosse werden damit auch gewone-shottet und du nimmst die ja immer mit auf dem Weg. Mit Controller-Steuerung leider sehr, sehr schlecht, weil du da nicht an den Rand des Bildschirms chargen kannst und durch Gegner durchchargst, sondern immer nur auf den ersten Gegner, der vor dir ist, drauf chargst und dann hört es auf. Aber du willst ja durchchargen und die mitnehmen, die Monster. Also mit Controller-Steuerung ist der, glaube ich, einfach gar nicht spielbar. Da müsste der Hota spielen, aber mit Maus und Tastatur müsste das der Nummer 1 Bild sein von allen Barbs. Und jetzt kommen wir zum Klassenranking und da kann ich auch ganz klar den Barb direkt auf Platz 1 packen. Dieser Charge-Bild oder Hota, selbst Hota wäre nach wie vor der beste Bild, glaube ich, von allen Klassen. Aber der Charge-Bild, der ist auf jeden Fall unangefochten auf Platz 1, da bin ich mir relativ sicher. Würde mich wundern, wenn es am Ende anders kommt. Aber deswegen jetzt bei dem Klassenranking, da geht es um Gruppengameplay. Da geht es darum, nehme ich jetzt in meine Gruppe 3 Barbs oder einen Barben-Druiden, eine Jägerin. Am Ende würde ich vermuten, dass so eine Gruppe mit Barbs, einfach nur Barbs ohne alles und die alle Ansturm nutzen und alle gehen in eine andere Richtung mit Ansturm. Ich denke, das wird am besten sein. Das ist also Platz 1. Platz 2, die Zauberin. Auch hier schöne Mobilität.
Geiler Schaden. Also da passt auch alles. Deswegen habe ich die auf Platz 2 gepackt. Oh, meine Stimme ist weg. Platz 3 den Druiden. Gewittersturm. Ich sag mal, in der Gruppe könnte es sein, dass der Schaden nicht mehr ausreicht vom Gewittersturm. Denn in der Gruppe skalieren ja die Monster-HP immer weiter hoch. Und da brauchst du dann schon den krassesten Schaden überhaupt. Und sowas wie Gewittersturm und Tornado sehe ich da nicht mehr ganz oben mit dabei. Während bei Zauberin und Barb auch in der Gruppe, wenn die selbst alleine rumrennen, immer noch alles sterben sollte, glaube ich, da hat der Druide dann ein bisschen Probleme. Und gerade auch Zerfetzen durch den Bugfix müsste dann auch Probleme bekommen, alles da dann alleine zu one-shotten. Deswegen Druide auf Platz 3. Und noch schlimmer sieht es dann bei der Jägerin aus. Die hat ja viele Nerfs bekommen. Die sehe ich also vom Schaden überhaupt nicht mehr oben mit dabei in der Gruppe, auch wenn sie schön mobil ist. Ich glaube, dass man in der Gruppe keine Jägerin drin haben will. Ist jetzt meine Einschätzung. Und der Necro ist auf Platz 5, weil der einfach zu langsam ist. Also wenn man das jetzt nicht gerade so macht, dass die schnellen Chars schon mal loslaufen in die Ecken und der Necro hinterher rennt und das tötet. Ich glaube aber nicht, dass das so viel Sinn ergibt, die Taktik. Ich denke schon, dass jeder seinen eigenen Weg geht. Jeder muss schnell sein und jeder muss Monster töten in der Gruppe. Und ich glaube, Necro ist da einfach zu langsam von der Mobilität. Selbst wenn er viel Schaden macht, ich denke, die Mobilität spielt schon eine wichtige Rolle. Und der hat einfach keinen einzigen Mobilitätszauber und kommt nicht mal auf 200% Bewegungstempo. Das kommt ja noch dazu. Also obwohl der keinen Teleport und Co. hat, läuft der auch noch langsamer als die anderen Chars. Und Barb, Zauberin, Druide und Jägerin, alle vier können auf 200% Bewegungstempo kommen mit den Builds, die ich in der Top 3 habe. Und beim Necro kein einziger Build. Außer im Blutnebel selbst, aber man ist ja auch nicht dauerhaft im Blutnebel. Deswegen glaube ich, hat der Necro in der Gruppe nicht so viel zu sagen. Aber ist ja nicht so schlimm. Ich selbst werde mich auch auf die Solo-Leaderboards stürzen. Da werde ich mich primär aufhalten, weil ich da viel mehr Spaß dran habe, als in der Gruppe sich da Taktiken zu überlegen. Aber das kann jeder für sich entscheiden, was er machen will. Und ich finde das Event so vom Design sehr gelungen. Ich freue mich drauf. Und bin gespannt, wie es am Ende alles kommen wird. Ob dann doch noch irgendwelche Builds am Start sein werden, die ich gar nicht gesehen habe. Vielleicht Sturmklaue-Druide. Irgendwas Verrücktes, was ich überhaupt nicht kommen sehen habe. Das ist immer das Schöne an der Season. Die Patches sind zwar schön und gut. Man kann das immer schön analysieren alles. Aber am Ende gibt es dann auf einmal wieder irgendeinen Bug, den man nicht kommen sehen hat. Und alles ist anders. Yo, ich wünsche euch auf jeden Fall morgen einen guten Start in die Season. Und alle Builds werde ich auf vitablo.de dann noch draufpacken. Also Gewittersturm kommt noch vor Season-Start, Wirbelwind auch. Viele Builds sind ja schon drauf. Manche wie Schraubklinge sind vielleicht nicht ganz up-to-date. Also Schraubklinge ist so der eine Build, wo ich sage, der ist nicht so ganz auf dem Stand der Zeit. Aber viele andere Builds habe ich alle jetzt auch aktualisiert. Die Sehneschallgefährten, die kommen alle erst nach Season-Start, weil das einfach für mich zu viel Rumraten ist, welche Builds man da am Ende nimmt. Das muss ich einmal testen, bevor ich da irgendwelche Guides aktualisiere mit den Begleitern. Und ansonsten kommen Meteor und Knochengeist so schnell wie es geht nach Season-Start. Also ich baue Meteor und ein Redakteur, ein neuer, den wir bei uns drin haben im Team namens Dolph, den werde ich auch nochmal vorstellen, der wird sich um Knochengeist kümmern, damit wir schnell die neuen Builds auf die Seite bringen können. Ich werde dann auch alles hier natürlich auf YouTube vorstellen und damit melde ich mich ab. Macht's gut!